Gehspuren. Hier sind sie allzu lang gelaufen. Hier müssen sie hergekommen sein. Wo geht es hier lang? Es geht hier auf jeden Fall nach oben. Nein, also... Nee, ja, nee, okay. Nee, also, ja, okay. So, hier kommen wir hoch. Wo sind die Spuren? Okay, hier geht's weiter. Dann schauen wir doch mal, wo finden die Spuren hin? Nach oben, es sieht gut aus. Wir gehen immer weiter nach oben. Doch was? Was ist hier oben? Muss ich Angst haben? Wenn du über breite Lücken springst, halte dabei Kreis gedrückt, um dich an Vorsprüngen oder anderen Seiten festzuhalten. Oh ja, das ist auf jeden Fall fein. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie wir springen können. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Oh, das ist sehr brutal. Der Mann wurde brutal hingenommen. Aber ihr seht's hier bereits. Hier liegt der gute Greif, den wir ihm aufgeschlitzt haben. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Okay, vielleicht war es doch nicht der Greif, vor welchem wir den Mann verteidigt haben. Ich würde mal sagen, wir untersuchen die Wunden. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Das ist auf jeden Fall sehr interessant und die Art ist... Dichte Fahne, ein Königsgreif. Ein Königsgreif. Das ist auf jeden Fall mal sehr interessant. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt... Und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Charakterentwicklung. Du hast einen Fertigkeitspunkt erhalten. Klicke um, rufe Charakterfenster auf, um neue Fähigkeiten zu entfernen. Die Bestie von Weißgard. Okay, Charakter. Dann schauen wir doch mal da vorbei. Und hier können wir dann quasi ein paar Fähigkeiten Charakterstufen. Wenn du eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten gesammelt hast, erreichst du die nächste Stufe. Du erhältst Erfahrungspunkte für das Töten von Monstern und das Abschließen von Quests. Okay, wir können hier jetzt quasi etwas auswählen und hier dann quasi auswählen, was wir denn wollen. Wähle mit L eine Fähigkeit aus und drücke dann Viereck, um sie zu entwickeln. Da würde ich mal sagen, wir wählen sie aus. Mit L. Mit L. Hallo. L. Okay, jetzt haben wir sie ausgewählt. Hier findest du Informationen zu all deinen Quests. Hast du mehrere Quests angenommen, kannst du mit und oder eine Quest auswählen und dann drücken, um sie zu verfolgen. Okay, dann haben wir hier quasi eine wunderschöne Questübersicht. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Schließe den Greifenauftrag ab. Das haben wir quasi, also alles darunter haben wir schon gemacht. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und jetzt müssen wir quasi nur noch das machen, würde ich mal sagen. Es geht hier wieder zurück in die Welt von The Witcher. Und nun schließen wir den Greifenauftrag ab. Was ist hier noch? Hier scheint noch etwas Wichtiges zu sein. Eine kleine Truhe, so wie es aussieht. Oh mein Gott, ist das... Nein, das ist keine Truhe, meine Freunde. Das hier sieht aus wie ein Nest. Wie ein Nest. Von einem Königsgreif. Richtig, richtig eklig. Aber ihr seht ja selber oben auf der Map, da ist noch was eingezeichnet. Okay, jetzt haben wir es. Aber was ist hier? Kann man hier noch irgendwas machen? Oder ist es einfach nur ein Deckel, der zu nichts führt? Wir schauen uns einfach mal weiter. Schließe den Greifenauftrag ab. Wir haben hier ja, dann quasi... Pferd, Hund. Mensch, einige Monatsvorräte. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Haben wir hier noch... Okay, hier liegt noch was. Sehr viele Sachen, Bücher und Dokumente. Das ist auf jeden Fall interessant, ein toter Mann. Sonst noch irgendwas, was wir auf dieser Lichtung finden können, was ich vielleicht übersehen habe? Das
hier? Ah, okay, das. Verbrannt. Das können nur Menschen getan haben. Okay, das waren eindeutig Menschen am Greif. Haben wir schon alles untersucht, was man untersuchen kann. Was ist das hier hin? Das ist quasi die Leiche. Aber die haben wir auch schon untersucht. Dann würde ich mal sagen, wir rufen unser Pony. Die gute Plätze steigen mal auf. Und na, reiten dann quasi weiter, denn ich sehe jetzt hier keinen Grund weiter zu bleiben. Wir haben, nein, also ich glaube nicht, dass wir noch irgendwelche Quests haben. Ich kann hier nochmal kurz auf Charakter gehen und dann quasi unsere Quests anschauen. Wo haben wir denn das ganze Quest? Hier sind die Quests. Schließe den Greifenauftrag ab. Genau, das haben wir ja eigentlich gemacht. Aber ich glaube, wir reiten jetzt mal wieder zum Dorf zurück. Und gute Plätze, renn los! Schreite zur Tat. Achso, du willst da nicht runter. Vielleicht kannst du ja springen, schneller. Plätze. Ja, okay, absteigen will ich jetzt nicht. Nein, ich will wieder auf die Plätze drauf. Komm, Plätze. Okay, dann müssen wir einen anderen Weg mit Plätze finden. Und los, Plätze. Dann reiten wir lieber mal hier hinten lang. Hier hinten runter. Okay, hier sieht's auf jeden Fall aus, als... Das muss ein Ort der Macht sein. Komm schon! Ein Ort der Macht. Das hört sich doch schon mal vielversprechend an. Ich werde es wahrscheinlich erstmal hier in der Folge nur die ganze Zeit umreiten. Oder vielleicht finden wir doch irgendwelche neuen Gegner. Langer Weg. Hier sind Drachen. Oh mein Gott. Das ist mein Standort. Hier ist der Ort der Macht. Und hier ist quasi... Was ist das? Zerstörte Brücke. Hier waren wir. Wir wollen aber hierhin. Können wir irgendwie Navigation Wegpunkt platzieren? Das ist auf jeden Fall fein. Dann habe ich... Okay, da reiten wir jetzt quasi in Richtung des Wegpunktes. Um dann wieder in Richtung Dorf zu kommen und unseren Auftrag abzuschließen, den wir ja anfangs angenommen hatten. Wir sind noch knapp 80 Fuß oder 80 Pferdeschritte von unserem Ziel entfernt. Hier ist dann, glaube ich, wieder... Was ist das hier? Ein verlassenes Dorf. Sehr interessant. Also hier hatte ich ja markiert, aber hier scheint es wirklich leer zu sein. Zu leer. Eine unbekannte Stelle hüllt uns ein. Ich schaue nochmal schnell auf die Karte. Wir sind derzeit... Ich such mal... What the... Wow, nein, das wollte ich nicht. Ich will hier wieder zurück. Okay, das ist klar. Okay, ja, okay, alles verstanden. Ich will hier zurück. Weltkarte, genau. Wir wollen hier nämlich die Seite ändern. Wir wollen hier ein bisschen... Nein, was mache ich denn die ganze Zeit? Weltkarte. Wir wollen hier eindeutig wieder zu einem normalen Dorf zurück. Ich glaube, das hier ist das zerstörte Dorf. Was ist das hier? Flüstergang. Hier sind wir drüber geritten und das hier wollen wir hin, genau. Dann setze ich mal hier kurz den W-Punkt. Und dann heißt es jetzt, meine lieben Freunde, festhalten und bewegen. Wir reiten mit der guten Plätze in Richtung des Dorfes, wo auch dann wirklich hoffentlich Menschen sind. Riding with the Dammwild. Ja, die sind eindeutig zu langsam, würde ich eindeutig mal sagen. Aber wir wollen da ja gar nicht hin. Wir wollen hier lang rennen. Über Stock und Tal, durch tiefe Wälder, entlang an einer kleinen Hütte. Über diesen Fluss, wenn wir denn über diesen Fluss kommen. Nee, da gehen wir lieber nicht rüber. Auch wenn es hier vielleicht noch interessant wäre, in die Hütte reinzugehen. Ich will so schnell wie möglich wieder ins sichere Dorf zurückkommen. Da, wo wir auch hergekommen sind. Und dann quasi unseren Auftrag zu beenden. Ah, was ist da vorne? Was ist da vorne? Okay, da sind Bestien. Da vorne sind Bestien. Weg hier. Ich habe jetzt gerade gar keine Lust zu kämpfen. Und dann schauen wir doch mal, also über den kleinen Fluss. Oh Gott. Ja, da kommen wir drüber. You riding your horse along the enemies. Eindeutig kann man hier auf jeden Fall sagen.
Nein, also ich habe. Es ist zwar immer wieder schön zu kämpfen, dennoch habe ich jetzt gerade gar nicht Lust, gegen Gegner zu kämpfen, die uns vielleicht töten können. Aber hier sieht es dann auf jeden Fall schon mal tausendmal besser aus. Hier sind Tiere, hier sind Menschen, hier sind wir gut aufgehoben. Und hier sollten wir uns eigentlich nicht mehr zurückwagen, dennoch, nicht so schnell, Plätze. Dennoch trauen wir uns. Ja? Was ist denn, Wolf? Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. In der Tat. Genug davon. Finde etwas Kreuzdorn und wir bringen zu Ende, was sie angefangen haben. Okay, dann will man sagen, bis dann. Wir brauchen jetzt quasi Kreuzdorn. Plötze, komm her. Und vielleicht kann es ja sogar schon sein, dass wir Kreuzdorn schon haben. Ich schau mal kurz in unser Inventar. Wir haben hier derzeit, okay, wissen wir doch alles. Wir haben hier ein Schwert dabei, sehr interessant. Aber ich will hier jetzt gucken, Nützliches. Haben wir etwa was Nützliches dabei? Wir haben hier Yennefers Brief, eine Fackel, ein gegrilltes, nein, also das sieht schlecht aus. Vielleicht haben wir hier was, nein, wir haben hier nur Gold dabei. Das heißt, wir müssen doch Kreuzdorn irgendwo herbekommen. Dann schauen wir doch mal, wir können jetzt natürlich in der Taverne jemanden fragen. Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Das ist fein. Geiler, Leute, habt ihr das gehört? Ein ganzes Stück Brot hat er bekommen. Nicht nur ein Viertelstück Brot, nein, also ein ganzes Stück Brot ist faszinierend, ey. So, dann schauen wir mal, wir brauchen Kreuzdorn, die gute Frau. Reden wir mit ihr. Brauchst du sonst noch was? Ja, was verkaufst du? Hast du was Interessantes unter der Theke? Kommt drauf an, was du suchst. Siehst dir an. Wir brauchen Kreuzdorn. Die gute Frau hat derzeit Handel. Kaufe und verkaufe Gegenstände im Handelsfenster. Drücke X, um einen Gegenstand zu kaufen. Drücke, um das Handelsfenster zu schließen. So, dann schauen wir nochmal. Wir haben hier Blütenblätter einer weißen Myrtäre, Leinen, Nilfgaardische und eine Bärenfrucht. Wir haben hier Gold, aber nein, hier ist leider. Ah, Kreuzdorn habe ich dort zwar nicht gefunden, aber ich habe mich zu einem Mann in der Kneipe gesetzt und habe begonnen, das gute Spiel Quinn zu spielen. Warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir spielen quasi ein kleines Kartenspiel namens Gwind. Gwind ist ein altes Kartenspiel der Zwerge, das den Zusammenstoß zwei Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle, die Karten sind ihre Streitkräfte. Du beginnst, das heißt, ich darf jetzt hier anfangen, lege eine Karte ab und ziehe dafür eine neue. Wir nehmen jetzt mal die Karte und das und das und das genau und haben gewonnen. Sehr gut. Rundenbeginn. Schlachtfeld. Hier siehst du das Schlachtfeld. Das ist deine Seite. Das ist die Seite des Gegners. Bei jeder Runde können die Spieler eine Karte auf dem Schlachtfeld platzieren oder anpassen. Ich glaube, das ist logisch. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Dieser Anführer bringt eine Spezialfähigkeit mit, die pro Schlacht nur einmal eingesetzt werden kann. Du kannst die Spezialfähigkeit jederzeit einsetzen, indem du Viereck drückst. Du bist am Zug. So, jetzt stellt sich heraus, dass ich keine Ahnung habe, was wir hier überhaupt machen können. Ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt einfach mal die Nummer 6. Der sieht stark aus. Der wird auf jeden Fall geplayt, der Deadmold. Und genau, dann setzen wir dahin eindeutig und zerstören damit alles.
hundertprozentige Zerstörung. So, mein Gegner ist am Zug. Oh, er setzt eine 5er-Karte. Das ist natürlich zerstört. Aber dafür setzen wir direkt den Blitzzauber. Hau nein, die Scheiße. Und haben damit, ja, alles eingefroren. Ist auch sehr sinnvoll. Mein Gegner setzt verrottete Mangel. Okay. Das sieht auf jeden Fall kritisch aus. Aber wir haben natürlich hier unsere Superkarte, die Ballista, die uns hier von hinten schützen soll. Cynthia. Okay, hier wird Cynthia gesetzt. Dagegen setzen wir Kyra Metz. Dein Gegner ist am Zug und hier wird gesetzt strömender Regen. Oh, da, also jetzt habe ich echt, oho, jetzt habe ich Angst. So, wir schauen mal weiter. Siegfried von Denste. Denste, ne? Siegfried, okay, dein Gegner ist am Zug. Reinfahren, okay, er hat auf jeden Fall Hohe drum gesetzt. Wir können jetzt auf jeden Fall noch den Sheldon Skeks setzen, der hier direkt in der Mitte platziert wird. Jetzt ist wieder mein Gegner dran, Emperor Bradage. Und ich glaube, wir setzen die Karte so lange, bis quasi alle Karten weg sind oder beginnt der große Kampf. Okay, ich würde mal sagen, dann setzen wir jetzt aber auf jeden Fall mal den strömenden Regen ein. Und machen damit... What the... So, dann haben wir jetzt noch zwei Karten. Setzen wir erstmal den Belagerungsexperten. Okay, und nun ist mein Gegner das letzte Mal am Zug. Und er passt, okay. Dann will man sagen, wir setzen unsere letzte Karte und haben damit eindeutig den Sieg in der Tasche. Oder wie sieht's aus? Oder? Hallo? Anführerkarte einsetzen. König Tam Termerien. Oh yeah, er hat einen Lebensstein verloren. Du hast die Runde gewonnen. Leute, also ich bitte euch, zu einfach. Eindeutig zu einfach. So, aber was ist das jetzt? Du bist am Zug. Ich hab doch jetzt... Ha. Okay, ich hab keine Ahnung, wie lange dieses Spiel dauern wird. Gutes Wetter. Ach, das ist ja schön. Gutes Wetter, das ist fein. Kürende Kälte. Okay, ich habe jetzt irgendwie... Nee, wollen wir da... Du hast die Runde gewonnen. Ja, geil. Gewonnen, Profi-Tipps. Es ist keine Schande zu passen und den Gegner eine Runde gewinnen zu lassen. Manchmal ist es besser, die Karten für später aufzubewahren. Jeder Kartensatz ist außerdem hat außerdem eigene Helden. Helden sind hochwertige Karten, die gegen die Effekte von Sonderkarten immun sind und das Schlachtenglück wenden können. Ich glaube, daraus könnte man ja eigentlich direkt nochmal ein eigenes Spiel machen, was sie sich da alles ausgedacht haben. Für dieses Spiel. Natürlich. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlechter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein Zweiter. Ich denke, das ist fein. Danke. Ja, servus, dann gehen wir erstmal weiter und reiten nun durch die Welt. Von The Witcher 3. Nach Plätze, komm her. So, ich will mal sagen, wir gehen es aber erstmal zu dem Auftraggeber von uns. Wo sind mir lang gelaufen? Ich glaube, es war hier. Ich will es nicht auf die Karte gucken. Das wäre eh richtig langweilig. So, der Hexer hatte damit nichts zu tun. Da haben sie auf jeden Fall mal was dazugelernt. Ich bleib mal kurz stehen. Und mach einen kurzen Cut. Und nun reiten wir weiter. Endlich in Richtung unseres Auftraggebers. Schließe den Greifenauftrag ab. Wir müssen natürlich immer noch den Greifen unlocken quasi. Schau mal, was wir noch für Quests haben. Wir haben derzeit noch die Quest. Na, wo ist sie denn? Flieder und Stachelbeeren. Schließe den Greifenauftrag ab. Genau, und die Bestie von Weißgarten. Frage die Kräuterfrau nach Kreuzdorn. Können wir das irgendwie markieren, dass wir das machen wollen? Hallo, hallo, kann man nicht, will man, soll man? Meditation ausruhen, okay.
Okay, okay, nein. Ich schau mal kurz, warte. Konnten ja eben noch die Bässe von Weißgarten, konnten wir nicht, nicht so schnell, Quests auswählen. Ah, okay, ich glaube, wir müssen hier lang. Reiten wir mal den Mann da um. So geil. Aber ihr merkt schon, die Sonne, die geht gleich wieder unter. Wir haben 20.06 Uhr derzeit hier in The Witcher 3 Wild Hunt. Wir müssen jetzt aber, also es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich reite jetzt einfach mal den Weg hier entlang. Mal schauen, wo der uns hinführt. Wenn der uns nicht weiterbringt, dann reiten wir direkt in die andere Richtung. Ja, wobei, sagt mir jetzt nicht, dass er einfach wieder zum Dorf zurückführt. Bitte nicht. Nein. Aber ich glaube nicht, das Dorf müsste da drüben. Oh nein, wir werden. Werden wir. Nein, die wollen uns wieder zum Dorf zurückführen. Da wollen wir ja nicht hin. Ich glaube, es war nur der Wegpunkt, den ich eben noch gesetzt hatte. Wir müssen irgendwie darüber kommen. Genau, und das geht leider nur durchs Dorf. Schau mal weiter. Oh, hey, Blötze, was ist los mit dir? So, pass mal ein bisschen auf, gute Blötze, dass wir hier nicht down gehen. Wir müssen jetzt hier nämlich übers niedrige Wasser drüber gehen. Into Weißgarten. Und dann wieder nach. Jetzt bitte rechts abbiegen, meine lieben Freunde. So, die Kurve haben wir gekriegt, damit wir quasi hier. Anschlagbretter. Nice. Okay, müssen wir nicht weiter durchlesen. Wird sich wahrscheinlich von selber klären mit der Zeit. Wo unsere gute Plätze hin will, das weiß ich auch nicht. Wir wollen jetzt aber eindeutig weiterreiten in Richtung unseres Auftragsgebers. In Richtung des gelben Auges. So, unser Navigon hat gerade oben wieder den Weg neu berechnet. Sehr, sehr gutes Navigon übrigens. Weiß immer den Weg, egal wo wir auf dieser Karte sind, ist echt faszinierend. So, dann schauen wir doch mal weiter, wie weit wir jetzt überhaupt noch reiten müssen. Wie lange dauert das denn noch? Eieieiei. So, ich würde mal sagen, das machen wir jetzt mal im Zeitraffer, wie ich hier lang reite. So, und wir sind angekommen an der Hütte, an dem Ort, an welchen wir kommen wollten, an dem Ort, an welchem der Jäger wohnte. Störe ich? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Geil! Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Gute Frage. Peter sah so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Kaiser M. hier dürftet ihr egal sein, aber diesem Hauptmann nicht. Der kommt mir anständig vor. Es gibt keine anständigen Männer in der Armee, nur Befehle. Wahre Worte. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und in der Tat. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Na dann schauen wir mal weiter. Wir müssen jetzt quasi finde mit Hilfe deiner Hexersinne das Kreuzdorn. Plötze, komm her! Nee, Plötze. Nein, ah! Schubst mich doch nicht weg, Plötze. So, der Mitternachtssnack muss Plötze auf einen anderen Tag verschieben. Aber wir verschieben uns jetzt erstmal wieder in den Hyperspeed, bis wir dann beim nächsten Ziel sind.
habe, ich schwör's. So, ich glaube, wir müssen jetzt von der Lagunenblitze uns mal kurz verabschieden, um zu schwimmen, mitten in der Nacht, um 21.23 Uhr. Das Wasser ist natürlich wunderschöne 36 Grad warm. Halte X gedrückt, um schnell zu schwimmen. Halte 4 gedrückt, um nach unten zu tauchen. Halte Kreis gedrückt, um aufzutauchen. Und wir tauchen ab, mitten in der Dunkelheit. Unser Sauerstoff, der wird weniger. Aber ich gehe jetzt nochmal kurz hoch, bevor wir dann wieder abtauchen, unsere Hexersinne anwenden. Und das zu finden, was wir suchen. Und jetzt wird abgetaucht, meine lieben Freunde. Ah. Okay. Also vielleicht seht ihr es gerade, hier sind auf jeden Fall schon mal die Sachen, die wir wollen. Okay. Ja, das wollen wir auch und dann tauchen wir mal lieber wieder auf. Dann tauchen wir gleich wieder ab, um dann noch mehr zu holen. Ich sollte mit Wesemir reden. Ich würde mal sagen, sollen wir uns ein... Ach komm. Ein paar gönnen wir uns auf jeden Fall noch. Die lassen wir nicht einfach so da. Ich komme die ganze Zeit da drauf. Die lassen mir... Ah, komm. Geh runter. So, da ist auf jeden Fall noch eins. Das nehmen wir jetzt auch schnell mit. Noch irgendwo. Okay, da sind noch zwei. Die nehmen wir auch noch mit. Ich hoffe, der Sauerstoff reicht noch. Und dann sollte das eindeutig... Ah, komm. Nehmen wir die auch noch mit. Ich meine... Okay, was das jetzt war, war wahrscheinlich ein Schatz oder something else. Na komm, schwimm nach oben. Hallo. Schwimm nach oben. Ich drück doch. Na. Okay, wir werden jetzt fast ertrunken. Gehen wir wieder zu guten Plätzen nach drüben. Und sprechen dann gleich mit Wesemir. So, jetzt will ich aber endlich aus dem Wasser raus. War doch nicht 36 warm. Hey, jemand zu Hause? Ja, sei doch mal leise, alte Frau. Ich will mir gerade mit mit meiner Plötze ein Gespräch führen, wie kalt das Wasser war, ja, und du redest einfach die ganze Zeit rein. So, meine lieben Freunde, jetzt heißt es wieder weiterreiten. Aber ich würde mal sagen, bevor wir weiterreiten, bevor wir zu Wesemir reiten, bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns dann im nächsten Video wieder. See you later. Alligator.